Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Und oh, war das bitter beim letzten Mal. Ich denke, ihr habt es gemerkt, dass wir rausgeflogen sind oder zumindest ich nicht weitergespielt habe oder nicht weiterspielen konnte. Und plötzlich die Folge vorbei war. Was war das denn los? Was war das denn los? Was war da denn los? Und ich denke, wer den Titel gelesen hat, der wird es ja auch schon mitbekommen haben oder sich denken können, ein verfluchtes, verdammtes Windows-Update war dran schuld. Und zwar gab es halt irgendein Windows-Update und irgendwann fragt dann ja Windows nach, wann und ob man denn den PC neu starten möchte, in 15 Minuten, in 4 Stunden oder wie auch immer. Und das schmeißt einen halt tatsächlich auf den Desktop. Wie kann denn bitte schön dieses Programm FIFA 17 nicht so stabil sein, beziehungsweise so viel Fokus vom PC verlangen, dass das im Spiel bleibt und nicht auf den Desktop fällt, wenn dieses verdammte Windows gerade dran denkt, oh, wir erinnern mal den Nutzer daran, dass es vielleicht mal ein Update machen kann und wir den PC neu starten wollen. Oh, behindert. Ich war im Halbfinale, ich wäre wahrscheinlich ins Finale gekommen, ich habe 1-0 geführt gegen den wirklich überaus schwachen Gegner fürs Halbfinale und habe jetzt wieder eine Niederlage bekommen, die ich nicht verursacht habe, obwohl ich eigentlich gewonnen hätte wahrscheinlich. Habe jetzt den Versuch verschwendet, bin jetzt wieder in der ersten Runde, bin nicht mehr im Halbfinale und habe auch das Problem, dass mir dadurch im Endeffekt ein Finalspiel geklaut wurde. Also ich war nur noch ein Spiel entfernt vom Gewinnen dieses Turniers. Zum Glück geht's um nichts mehr. Zum Glück ist es nicht wichtig. Warum fehlen denn hier 1 Million Spieler? Ach ja, weil ich ja alles geändert habe, stimmt. Die müssen wir ja jetzt hier rübersetzen. Gustavo. Dann habe ich mir mittlerweile auch Inform Forsberg gekauft, den wir jetzt also mal als ZOM testen werden. Ich glaube zwar nicht, dass der besser als Çalhanoğlu sein kann, alleine schon wegen seinem Schusswert. Also hat einfach nicht so einen krassen Abschlusswert, so einen krassen Distanzschusswert wie Çalhanoğlu. So, wer fehlt jetzt noch? Irgendjemand fehlt noch und ich sehe ihn wahrscheinlich wieder nicht. Ter Stegen, nee. Martinez. Martinez, unser Innenverteidiger mit 7 Chemie, der aber trotzdem gut gespielt hat. So, wir können, glaube ich. Oh krass, die Bundesliga ist noch komplett voll, weil wir das Spiel abgebrochen haben oder was? In was für einer Minute war denn das Spiel abgebrochen? Das weiß ich gar nicht mehr. So, eigentlich will ich ja. Ach so, jetzt haben wir natürlich die falsche Mannschaft genommen. Eigentlich will ich ja gar nicht zwei Spieler, die so nah beieinander sind, auf einmal testen. Also es missfällt mir irgendwie das Gefühl. Warum ist denn hier Jairo noch drin? Hä? Ich dachte, ich hätte Hesse reingenommen. Ja, eigentlich missfällt mir das, Forsberg und Kalou gleichzeitig zu testen, weil die halt schon sehr aufeinander aufbauen, die zwei. Und deswegen will ich eigentlich erst. Ich überlege halt gerade, ob ich jetzt Forsberg teste oder halt erst beim nächsten Mal. Das heißt beim nächsten Mal, sobald ich mich entschieden habe, ob ich Kalou mehr mag als Inform Chicharito. Das ist gerade. Aber ich glaube, es macht wirklich mehr Sinn, die einzeln zu testen. Wir haben jetzt auch bald eine Weekend League. Das heißt, ich werde ja jetzt sowieso bald mega viele Spiele machen nacheinander. Da habe ich eigentlich genügend Zeit, die nacheinander zu testen. Muss die jetzt nicht alle auf einmal testen. Das wäre, glaube ich, ziemlich dumm. Deswegen lasse ich jetzt erstmal Çalhanoğlu drin, damit ich mir erstmal im Klaren werden kann, wie ich Kalou finde. Das erste Spiel zählen wir natürlich nicht. Ja, das wird besser sein. Wir müssen nochmal rein in die andere Mannschaft und Forsberg da rausnehmen, sonst vergesse ich es wieder. Das macht da einfach keinen Sinn. Moment, da fehlt ja jetzt irgendjemand anderes, logischerweise. Wer fehlt denn da jetzt? Weil Çalhanoğlu war ja da. Ah, Felipe Luis fehlt. So, passt jetzt alles? Sieht ganz so aus. Oh, ist das ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Uns hat ein Spiel hat uns gefehlt fürs Finale. Und wir waren eigentlich schon so gut wie durch, weil der Gegner echt schlecht war und wir waren deutlich besser und wir hatten das erste Tor und das zweite war auch möglich und ach, ist das tragisch. Aber wie gesagt, ich muss mich nicht ganz so sehr drüber aufregen. Ah, ich probiere es jetzt mal. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Schwarz und dieses Trikot funktioniert, aber ich probiere es einfach mal aus, um mal zu gucken, wie es ist. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass es echt um nichts geht in dem Turnier und es nicht wichtig ist, weil ich schon qualifiziert bin. Oh, Pepe in der Innenverteidigung. Und ein 85er Inform.
Ist das Griezmann? Kann das sein? Der Stürmer? Ach ja, und was jetzt ebenfalls so ist, es ist wirklich so, dass wir Elite 3 sein müssen, um qualifiziert zu sein für die nächste Weekend League, weil sich EA gedacht hat, wir machen einfach die gleichen Regeln für Konsole und für PC. Das heißt, wenn die Konsole 18 Siege braucht, um für die nächste Weekend League qualifiziert zu sein, dann braucht der PC-Spieler auch 18 Siege. Dass natürlich der PC-Spieler nur 25 Versuche hat und der Konsolenspieler 40, das ist egal. Beide brauchen einfach 18 Siege und dann sind die qualifiziert. Also richtig, richtig dumm. Ich hoffe mal, dass das noch geändert wird und dass es dann Aufschrei gibt. Wenn ihr jetzt dieses Video seht, ist es eventuell schon geändert worden, weil das halt viel später ist. Aber bei mir ist es gerade noch ganz frisch. Oh, schade. Ich dachte, er bekommt den Ball nochmal durchgesteckt auf Costa. Oh, Goretzka hat ihn zwar rausgespitzelt, das hat nicht gereicht. Hat ein bisschen Glück. Da habe ich mit Höwe das schön abgefangen. Schade, dass Çalhanoğlu nicht hinläuft. Komm, sehr geil. Auch wenn Çalhanoğlu nicht der schnellste ist, aber mit so viel Platz kann er vielleicht was machen. Oh, da habe ich schlecht gezielt. Da hätte ich halt mehr ins lange Eck versuchen zu zielen. Da hätte ich versuchen müssen, mehr ins lange Eck zu zielen. Also, das war mehr meine Schuld als die von Kalou, zugegebenermaßen. Aber da kann man natürlich auch trotzdem hoffen, dass er den mit seiner. Oh, fuck. Da haben wir echt mit unserem Innenverteidiger, mit unserem Spanisch Martinez versucht, da ein Tor zu schießen. Dann hätte man echt erwarten können, dass vielleicht Kalou mit seiner Abschlussstärke den trotzdem irgendwie reinmacht. Das hat er leider nicht. Aber trotzdem habe ich natürlich nicht gut gezielt. Das ist leider ein Fakt. Und mit Kalou will er ja auch nicht so krass da über außen gehen, sondern den hätte ich lieber in der Mitte. Es hat leider nicht geklappt. Ah, schöner Fehlpass. Ach ja, warum sehen denn verdammt nochmal die Trikots des Gegners fast so aus wie die vom Schiri? Fällt mir gerade auf. Ich dachte gerade, es wäre ein gegnerischer Spieler. Oh, fuck. Das ist natürlich unglaublich bitter mal wieder. Das heißt, nie wieder gegen November-Shirts spielen. Vielleicht nehmen die Leute deswegen auch so gern, weil sie aussehen wie die Schiris. Boah, ey, ist das zum Kotzen. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, das wäre ein Spieler vom Gegner. Was auch schon wieder nervt, ist, dass der Gegner hier ein Stadion spielt mit Schatten drin. Das ist auch immer so blöd. Wie den mega krassen Fehler macht und ich leider nicht dazu komme, den auszunutzen. Oh, was für ein dummer Pass. Er macht schon wieder den Aufbaufehler. Ecke, oder? Ja. Aber es läuft doch ganz gut bisher. Also das scheint schon eine gute Dominanz von uns zu sein. Schade. Ich hatte das Gefühl, dass vor allem dieses Passen auf die kurze oder das Flanken auf die kurze Ecke, dass das vor allem sehr gut funktioniert, wenn da sehr bullige Spieler stehen. Also die müssen jetzt nicht unbedingt besonders kopfballstark sein, aber bullig müssen sie anscheinend sein. Oh, scheiße. Und gerade so Spieler wie Gomez, Modest, die haben sich da irgendwie deutlich besser durchgesetzt. Ich mach's trotzdem, weil es besser funktioniert. Ach krass, was er für Fehl besser macht. Ich mach's trotzdem, weil es am besten bisher funktioniert hat. Aber das war ein Wahnsinnspass. Die Reingabe war eher schlecht. Was macht denn der? Das zieht einfach mal ab.
Richtig krass von Felipe Luis, der Außenverteidiger. Was für ein Tor. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, dieses ewige Hin und Her und hinten rumgespiele und 100 Mal hin und her gepasse. Den dachte ich mir jetzt, ist scheiß drauf. Ich habe nicht mal ansatzweise damit gerechnet, dass das Ding reingeht, weil Felipe Luis relativ weit weg, überhaupt nicht großartig gezielt. Und das Ding geht einfach mal hardcore-mäßig rein und wieder perfekt aufgezogen. Unhaltbar ins Eck. Super geil. Und so wie der Gegner bisher angegriffen hat mit den krassen Fehlpässen, glaube ich, wird es gar nichts bei ihm, wenn ich jetzt hier auf Defensiv spiele. Das wird richtig gut. Hoffe ich. Und ich hoffe natürlich, dass ich noch vielleicht ein Tor schieße, was ich rausspielen kann. Aber es hat er echt sich selbst zu verdanken, weil er hat so auffällig oft immer wieder diese krassen Fehlpässe im Spielaufbau produziert. Das sollte natürlich eins weitergehen auf Embolo. Sinnloser Heel-to-Heel, meiner Meinung nach. Oh, und da spielt er Felipe an. Da ist Ter Stegen da, sehr schön. Hat er nicht auch Ter Stegen im Tor? Ich weiß gerade gar nicht. Aber geil, da macht Felipe Luis tatsächlich hier ein krasses Distanztor als Außenverteidiger. Ist, glaube ich, auch der erste Außenverteidiger, der das hinbekommt. Das hat er fast antizipiert. Scheiße. Diese einfachen Drehungen, diese einfachen Triplings funktionieren einfach nicht. Das ist schon krass, wie wir ihn halt komplett dominieren und fast immer in der eigenen Hälfte haben und vor dem Strafraum vor allem. Er ist dabei schon wieder bei Goretzka. Nun gut, das war eine sehr drückende erste Halbzeit, auch wenn ich weniger diese drückende Überlegenheit genutzt habe, um Torschancen zu generieren, zu viel rumgeeiert, aber dann haben wir ja doch diesen krassen Distanzschuss. Und ich glaube, das muss ich halt einfach wieder öfters machen. Ich muss einfach eine gute Mischung finden aus nicht die ganze Zeit aus der Distanz draufballern und aber auch nicht nur versuchen, sich durchzukombinieren. Weil dass ich Distanztreffer ja mittlerweile auch ganz gut mal reinmache und die Spieler dafür habe, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. In einem Spiel mit Çalhanoğlu und mit Hernandez zwei Distanztreffer, sodass der Gegner dann richtig angepisst war und abgebrochen hat. Scheint da auch mehr aufzumachen, wie es aussieht. Schade. Hätten wir vielleicht nochmal rüberlegen können auf Kalou, aber er hat auch Ter Stegen. Das Gefühl sagt mir, dass Kalou nicht so mein Spielertyp ist. Ich weiß nicht wieso, aber er ist halt sehr dribbelstark, damit kann ich nicht so gut umgehen. Vielleicht liegt es daran. Ich denke, mir fehlt auch ein bisschen die Pace. Klar könnte ich ihn den Chemistry-Style geben, der dann entsprechend Pace hat, aber vielleicht, ich weiß es nicht, woran es liegt. Seine Arbeitsraten vielleicht auch. Will wird das wieder gut gemacht. Aber im Großen und Ganzen habe ich halt schon das Gefühl, dass oh, faul, das ist gelb. Ich muss mich mal kurz mit Costa konzentrieren. Da habe ich halt schon das Gefühl, dass Kalou nicht so mein Spieltyp ist und Hernandez besser passt. Ich weiß gar nicht so richtig warum, weil Hernandez eigentlich ein ähnlicher Spieltyp ist, nur halt ein bisschen, naja, wobei er ist halt nicht so dribbelstark, dafür schneller, aber bei Hernandez, es liegt halt nicht nur an der Pace, weil ich mache halt nicht nur Pace-Tore oder fast nie Pace-Tore. Man kann es manchmal einfach nicht so richtig beschreiben. Ich glaube, die Agilität, ich glaube, Hernandez ist super agil und ist das schon ein Nukle? Das war auch gar nicht so geplant. Ich weiß nicht, warum der nicht Çalhanoğlu ablegt, sondern irgendwie ganz merkwürdig auf Piszczek spielt. Da hat man schon Glück gehabt, dass wir den Ball nicht verloren haben. Wieder so ein schwacher Pass vom Gegner. Leider hat es bei uns auch nicht geklappt. Oh, Lacker. Hat von mir jemand gefoult? Ich habe auf jeden Fall weder reingetackelt noch gegrätscht. Fuck!
Komm, mach schnell, mach schnell. Macht er nicht. Gut, gibt's heute den ersten direkten Freistoßtreffer gegen mich. Mal schauen. Wartet er darauf, dass ich die Mauer verziehe? Oder was hat er denn da vor? Hallo? Ja. Dafür, dass er ewig braucht, ist da nichts bei rausgekommen. Ja, es könnte sein, dass bei Hernandez die Agilität mir besser gefällt als bei Kalou. Ich glaube, da sind sie ziemlich unterschiedlich. Obwohl Kalou halt sehr dribbelstark ist, hat er halt keine gute. Ist das eigentlich ein Foul, oder? Ja. Hat er halt keine gute Agilität. Und obwohl Hernandez nicht so dribbelstark ist wie Kalou, hat er halt eine hervorragende Agilität. Also wenn ich mich gerade richtig im Kopf habe, aber ich glaube schon. Ja, das wäre mal ein schöner Schuss geworden, aber leider Gottes geblockt. Und es war auch sein schwacher Linker, aber bei Hernandez habe ich ja auch schon gemerkt, dass der richtig geile, krasse Boot mit seinem schwachen Linken schießt. Das war leider gar nichts von der Flanke her. Danke, ja, also der macht richtig. Richtig schwachen Spielaufbau, also sorry, aber da hat er es auch verdient zu verlieren, auch wenn ich jetzt hier nur dieses Distanztor geschossen habe. Wieder ein Fehlpass. Wurde er irgendwie gehalten, aber ach Mann, immer dann diese schönen Situationen, wo er den Fehlpass dann in der eigenen Hälfte vorm Strafraum spielt, kriege ich dann meinen eigenen Pass nicht durch. Das sind dann natürlich so leichte Risikopässe, aber die müssen dann halt einfach schnell gespielt werden. Wieder mal ein merkwürdiger Trick, aber bitte kein Sololauf-Tor, danke. Immer noch so verwirrend. Ich komme einfach nicht darauf klar, dass der Schiri so aussieht wie der Gegner. Oder so ähnlich, dass es halt echt schwer ist, gerade so nebenbei und im peripheren Blickwinkel zu erkennen, wer wer ist. Wieder nicht gut genug gedribbelt, leider. Das war halt auch schon sehr eng. Sehr gut von Höwedes. War übrigens auch wieder von alleine gemacht von Höwedes. Also wieder mal gezeigt, dass Höwedes wirklich sehr gut spielt. Noch kein einziges Mal negativ aufgefallen, meistens positiv. Ja, es ist in meinen Augen trotzdem nicht verdient, wenn er jetzt hier noch den Ausgleich schießt. Ah, Pepe, er kommt wieder mit Pepe drauf. Jetzt kommen wir halt zur Pace von Kalou. Den wollte ich auch etwas anders vorlegen, muss ich zugeben. Da habe ich schlecht vorgelegt. Sehr gut von Çalhanoğlu. Schade, aber schöne Grätsche. Gustavo macht auch eine gute Arbeit. Ist halt die Frage, ist er besser als Bender? Glaube nicht, also Bender ist mir glaube ich bisher schon, also er hatte schon, Bender hat glaube ich einfach schon viel, viel krassere positive Momente als Gustavo bisher. Gustavo ist auch nicht schlecht, aber ich glaube Bender ist noch mal ein Tick geiler. Hier mal auf sehr defensiv, ich meine, wir müssen jetzt das nicht spannender machen als es ist. Oh, was war denn das für ein Pass? Ich wollte natürlich nicht auf dem spielen, der genau neben mir steht. Denn es ist klar. Oh, da war einfach der Pass zu lang, sonst wäre das eine schöne Situation für Kalou geworden. 4 Minuten Nachspielzeit? What? Für denn? Nochmal Abwehrriegel rein.
Höwedes, Höwedes, Höwedes. Also ganz ehrlich, ich glaube, Höwedes ist geiler als Toprak. Oh nein, das hat er genial verteidigt. Da habe ich nicht gedacht, dass ich zu Fuß ausgefahren würde. Ich habe gedacht, da kann ich jetzt schön rüberpassen, rüberlegen. Also das war definitiv von mir schlecht ausgespielt und von ihm gut verteidigt. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, Höwedes mit Shadow ist geiler als Toprak mit Sentinel. Das heißt, Höwedes wird dann auf jeden Fall auch im normalen Bundesliga-Team in der Weekend League getestet mit Shadow, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Höwedes geiler ist und ich bin mir auch mittlerweile ziemlich sicher, dass Kalou beschissener ist als Inform Hernandez. Ich glaube, er passt einfach nicht so zu meinem Spielstil. Ich denke, Kalou ist richtig geil für Leute, die richtig gut dribbeln können. Da ist Kalou, glaube ich, eine absolute Waffe. Aber für jemanden, der nicht so, der wirklich nur ab und zu mal und viel Platz braucht zum Dribbeln, so wie ich, für den ist das nichts. Und ich weiß nicht, ob es an den Arbeitsraten liegt. Wir können sie ja mal kurz anschauen, ob man da schon einen Unterschied sieht. Dass es vielleicht daran liegt. Es könnte sein, dass der irgendwie nur so Arbeitsraten mittel und gering, also doch eher offensiv eingestellt. Und was ist mit Hernandez? Die müssen wir jetzt mal hier kurz reinpacken. Ach nee, müssen wir ja gar nicht. Wir können ja auch direkt hier nachschauen. Auch mittel und gering. Okay, krass. Arbeitsraten sind genau gleich. Ja, aber es liegt nicht nur am Tempo. Das ist ja, also weiß ja jeder, der meine Spiele anschaut, dass es nicht nur am Tempo liegt, weil ich halt echt selten pacige Tore schieße. Tja, woran könnte es denn dann noch liegen? Ich meine, ich habe auch mit Gomez, ne? Mit Gomez bin ich gut zurechtgekommen. Modest hat richtig gut gespielt, obwohl er sich nicht geil angefühlt hat. Und hat auch Chancen einfach von alleine gemacht. Die sind ja noch langsamer als Kalou. Kann nicht so richtig erklären, woran es liegt, ehrlich gesagt. Aber eventuell halt an der Agilität. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht eine schlechte Balance hat oder sowas. Dass er einfach schnell aus dem Tritt kommt. Ich kann es gerade nicht erklären, aber ich teste ihn natürlich noch einspielen, wie ich sehe. Wir können auch noch eins machen. Das heißt, er wird jetzt auch mindestens dieses Spiel hier getestet. Und wenn er da nicht funktioniert und mindestens ein Tor schießt oder eine Vorlage macht oder irgendwas krasses, geiles. Ich meine, wir hatten jetzt hier auch nicht so viele Abschlüsse in dem Spiel. Dann wäre ich halt zu Chicharito umsteigen wieder und ihn in den Sturm packen und wahrscheinlich mal in vom Forsberg als ZOM testen. Auch wenn ich nicht glaube, dass er an Çalhanoğlu vorbeikommt. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.